Willkommen Freunde zu Assassin's Creed Unity. Wir befinden uns hier gerade zur Zeit der französischen Revolution in Paris. Und ich habe mir überlegt, ich mache ja kein Let's Play zu Unity und Koop werde ich wahrscheinlich auch nicht als Let's Play machen. Aber ich habe mir überlegt, ich wollte gerne etwas von dem Spiel zeigen und ich habe mich tatsächlich sehr, sehr intensiv mit dem Spiel in den letzten Tagen auseinandergesetzt. Ich habe jetzt auch heute den Test zu PlayNation oder für PlayNation geschrieben und habe den Titel einige Nächte schon mir genauer angeguckt, habe die Story, also die Singleplayer-Kampagne mittlerweile durch. Also die Hauptstory, halt jetzt Nebenmissionen und so, habe ich bis jetzt fast gar nicht angepackt, aber halt die Story habe ich schon durchgespielt in ungefähr 10 bis 15 Stunden. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Spielwelt, wie das alles hier funktioniert, wie Unity aussieht, wie das mit Performance-Einbrüchen, mit Lags, mit Rucklern und so weiter und so fort aussieht. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Ich wollte das so ein bisschen zwischen einem Let's Play und zwischen einem Let's Play und einem, einem Testvideo, wie ihr die vielleicht von der GameStar kennt, einordnen. Einfach mal eine Folge, ich habe keine Ahnung, wie lang, zwischen 15 und 30 Minuten euch hier zeigen, was auf euch so zukommt. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, soll ich mir das jetzt kaufen, soll ich mir das später kaufen oder so. Ist ja auch mal relativ teuer. Ich glaube, die PS4-Version sowie die Xbox One-Version, die kosten beide so um die 70 Euro. Also, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, so ist es ja mittlerweile immer bei den Next-Gen-Titeln. Oh, wir müssen, Moment, ich rede gleich weiter. Ja! Also, so ist es ja bei den Next-Gen-Titeln, also Xbox One und PS4, in letzter Zeit oder seit Release der ersten Titel eigentlich immer so, dass die halt ungefähr 70 Euro kosten, also relativ teuer. PC-Version, glaube ich, liegt ungefähr, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, so ungefähr bei 50 Euro. Und ich spiele hier gerade die PS4-Version, habe allerdings jetzt auch die PC-Version, aber ich glaube, die kann man noch gar nicht spielen, weil das Spiel erscheint ja offiziell bei uns hierzulande erst am 13. November 2014, natürlich, nicht 2015 oder sonst wie. Und deswegen kann man das, glaube ich, noch gar nicht spielen. Aber ich werde die PC-Version mir auch, Alter, auf jeden Fall auch mal ganz genau angucken. Und so, Freundchen, das geht ja mal gar nicht. Und da werde ich dann auch den Koop-Modus spielen. Denn Assassin's Creed Unity ist der erste Teil der gesamten Reihe, der über einen Koop-Modus verfügt. Da könnt ihr insgesamt mit drei weiteren Kollegen dann über die Dächer von Paris laufen. Was sehr, sehr cool ist, wie sich das spielt. Ich habe keine Ahnung, ich habe es, wie gesagt, noch nicht angetestet. Außerdem, ja, einen richtigen Multiplayer-Modus gibt es da nicht. Nur den Koop-Modus und, oh, diese Menschenmassen. Ich erzähle noch ein bisschen, jetzt gleich zeige ich euch ein bisschen mehr von der Spielwelt. Neben dem Koop-Modus gibt es auch Mikrotransaktionen. Da habe ich mich allerdings auch noch nicht so ganz genau mit auseinandergesetzt, aber ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was denn damit gemeint ist, wenn die Leute jetzt immer bei Twitter oder so schreiben, ja, Mikrotransaktionen, echt Geld und so. Wir haben hier die Charakteranpassung, da können wir halt unsere Fähigkeiten verbessern, wir können uns Waffen kaufen, neue Klamotten, dass wir dann besser geschützt sind, Boosts auch für den Koop und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt hier gerade gar nicht mit dem PSN, mit dem PlayStation Network verbunden, deswegen geht das jetzt bei mir hier sowieso nicht. Das sollte euch jetzt aber nicht weiter interessieren. Also normalerweise funktioniert das, man kann das auch hier alles mit Uplay dann verbinden. So, Waffen, hier haben wir halt verschiedene Waffen, einhändig zum Beispiel, und diese Waffe habe ich gerade. Ich habe mir jetzt auch extra nicht die beste oder so genommen, will euch jetzt wirklich nicht spoilern, aber es kann natürlich sein, dass ihr jetzt hier so ein bisschen gespoilert werdet innerhalb dieses Videos. So, ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist hier. Also man kann die Waffen halt kaufen. Hier steht jetzt schon Hacken. Die können wir hacken. Dann gibt es noch verschiedene. Ich weiß gar nicht, bei welchem das jetzt so ist. Ich muss mal gucken, ob das jetzt hier auch irgendwo. Ja, ich glaube. Ja, lasst euch nicht spoilern. Also guckt am besten mal weg, wenn ich hier Sachen zeige. Hier gibt es zum Beispiel. Wo war das denn? Ich glaube. Ich muss mich gerade noch ein bisschen umgucken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier war. Ich weiß halt auch wirklich nicht, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Mit dem, mit der Mikrotransaktion. Genau, da haben wir jetzt zum Beispiel diesen maßgeschneiderten mittelalterlichen Mantel. Und da seht ihr, wir haben den bereits erworben. Können ihn jetzt verbessern zum Beispiel.
für, wie war das? Genau, für 1000, wie war das? Helix Credits, genau. Und diese Helix Credits bekommt man halt für echt Geld. Also man kann, glaube ich, in Nordamerika ist das Spiel ja jetzt schon rausgekommen und da hieß es, dass man bis zu 99 US-Dollar, glaube ich, ausgeben kann. Ich weiß es aber nicht genau. Ich wollte euch das jetzt mal so zeigen. Ich werde mir das auf dem PC dann noch was genauer angucken und da wird es dann auch noch eine, da werde ich den Test dann auch auf PlayNation noch erweitern. So, einfach mal so viel dazu. Dann wird es unter anderem auch eine App geben, oder es gibt eine App, mit der kann man dann, oder nur mit dieser App kann man dann bestimmte Kisten und so öffnen. Das ist auch alles so ein bisschen kurios, aber ja, wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Das waren einfach jetzt mal so die Fakten zu dem Spiel. Jetzt zeige ich euch ein bisschen die Spielwelt. Ihr seht, wir haben hier gerade so einen, ja, so einen einfachen Degen, wobei, was heißt einfach, sieht schon ziemlich cool aus. Hinten noch eine Pistole. Und dann haben wir hier, also wenn wir das Steuerkreuz einmal nach links bewegen, unsere Feuerwaffe, dann haben wir jetzt hier noch eine Berserkerklinge und eine Phantomklinge, beziehungsweise eine Armbrust mit diesen beiden Pfeilen. So, dann haben wir jetzt hier noch ja, eine Rauchbombe, Betäubungsbombe, dann Kirschbomben gibt es. Es gibt dann auch noch Giftbomben und so weiter und so fort, halt um Gegner abzulenken. Das werde ich euch jetzt aber auch gleich alles mal zeigen. Wie gesagt, ich will euch halt jetzt wirklich die Spoiler, also wer das wirklich noch spielen will, das Spiel ganz in Ruhe, der sollte dann vielleicht jetzt mal weggucken oder sich das Video nicht angucken. Ich werde allerdings nichts über die Story oder so verraten. So, hier sind wieder zwei Soldaten. Oh, das sind Verbrecher. Wobei, den jagen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns mal um die Soldaten hier. Zack und zack. Das sind halt auch Fähigkeiten, die man sich dann nach und nach erst freischaltet, dass man zwei dann gleichzeitig töten kann, aber ich zeige euch jetzt auch nicht alle Fähigkeiten und so, das wollt ihr wahrscheinlich dann selber rausfinden. Ansonsten, wenn es euch interessiert oder dieses Format interessiert, kann ich natürlich auch nochmal das ein oder andere Video machen. Ich wollte nur, ganz ehrlich, ich wollte kein Let's Play machen, weil Unity wird jetzt auch wieder jeder zocken. Der gute Sacharzer zockt das und der soll das zocken, der macht das am besten. Und ich mache einfach das, was ich am besten kann. Ich analysiere dann einfach die Spiele und gucke mir die genau an. Ja. Aber bei Unity finde ich das ganz cool. Man kann halt hier wirklich gut durch die offene Welt laufen. Und da ein bisschen was von zeigen und ein bisschen was erklären. Vor allem halt diese ganzen Details. Also es ist unglaublich. Paris wurde ja fast, also fast, im Maßstab 1 zu 1 nachgebaut. Und es ist unglaublich, wie detailliert die Entwickler einfach hier oder was für eine Detailverliebtheit die hier an den Tag gelegt haben. Hier, da reparieren die gerade irgendwelche Räder wahrscheinlich für die Kutsche. Ja, genau hier, für die Kutsche. Und zum Beispiel Notre Dame, die Kathedrale hier in Paris, kennt wahrscheinlich jeder von euch, hat insgesamt rund 5000 Arbeitsstunden benötigt, damit die dann wirklich hier letztendlich im Spiel integriert worden ist. Und das ist, also es ist wirklich sehr beeindruckend. So, jetzt zeige ich euch aber auch mal ein bisschen was vom Gameplay und so, wie das mit dem Parcourslaufen und so funktioniert. Wurde alles ein bisschen vereinfacht, geht wirklich sehr, sehr gut von der Hand oder vom Controller. Weiß nicht, wie das dann mit Maus und Tastatur ist, das werde ich mir dann mal angucken. So, ich kletter mal hier auf das Dach und dann gucken wir uns mal ein bisschen um. So, jetzt kletter, komm, ich kletter jetzt hier auch noch drauf und dann hier auch noch. So, ja, ihr seht, sehr, sehr groß. Ich zeige die Karte jetzt gleich mal und hier müsste irgendwo, oh, da ist ja schon Notre Dame. Da ist sofort Notre Dame. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter. So, da unten seht ihr jetzt wieder eine in Anführungsstrichen große Menschenmasse. Warum ich jetzt sage in Anführungsstrichen, es gibt verschiedene Missionen, da gibt es dann noch etwas größere Versammlungen. Der Entwickler bzw. Ubisoft hat gesagt, insgesamt sind bis zu 5000 KI-Spielfiguren in Unity möglich. Also 5000 KI-Spielfiguren. Bürger, die dann gleichzeitig vom Spiel dargestellt werden können. Und ich habe das gesehen in einer Mission. Das sah, also wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das sah sehr, 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 sehr beeindruckend aus. Und es hat auch nicht geruckelt. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon beim Thema Ruckeln. Da werde ich jetzt auch nochmal kurz was zu sagen, beziehungsweise zum Thema Frame-Einbrüche, Performance-Einbrüche und halt regelmäßigen Rucklern. Das ist tatsächlich hier der Fall auf der PS, auf der, ja, bei der PS4-Version. Auf der Xbox One weiß ich es nicht, da habe ich es noch nicht ausprobiert und wie das bei der, beim PC ist, da wird es wahrscheinlich eher abhängig sein vom PC. Das tritt halt hier relativ häufig auf, allerdings jetzt nicht zum Beispiel, wenn man halt bei großen Menschenmassen irgendwie vor Ort ist. Da läuft das überraschenderweise, oder bei mir lief das überraschenderweise immer sehr, sehr flüssig. Ich glaube, es liegt wirklich nicht daran, dass die Hardware der Konsolen das nicht hinbekommt, sondern es liegt einfach da,
dran, dass die so die letzten Optimierungsarbeiten nicht ganz abgeschlossen worden sind, dass der Entwickler da wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen zu wenig Zeit hatte. Kennt man ja. Und über das Thema Day One Patch habe ich ja auch schon in der letzten oder in einer der letzten Pay News gesprochen. Und zwar ist jetzt hier für die PS4-Version, ich glaube für die Xbox One auch mittlerweile, auch schon ein Day One Patch erschienen. Den habe ich hier auch schon drauf. Der ist ungefähr 900 Megabyte groß. Und ich weiß nicht, inwiefern der jetzt hier das Spiel verbessert hat. Auch so die KI und alles Mögliche sollte er verbessern. Aber ich habe halt hier immer noch mit Rucklern zu kämpfen. Mittlerweile geht es eigentlich. Also mir ist das jetzt heute noch nicht aufgefallen. Ich habe aber heute auch noch nicht so viel gespielt. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr durch die Welt hier laufen. Ja, also das Thema wird ja momentan wieder sehr kontrovers diskutiert und so. Aber ich glaube eigentlich, die bekommen das noch in den Griff und man muss wirklich auch mal überlegen, was hier alles simuliert wird. Also es ist wirklich eine riesige Welt. Du hast keine Ladezeiten hier. Also du kannst in jedes Haus gehen, du kannst ganz Paris erkunden, du hast keine Ladezeiten. Also es ist schon krass und es ist natürlich für Ubisoft auch so ein bisschen Premiere, das erste Mal so ein Spiel natürlich auf der PS4 und der Xbox One zu entwickeln. Das ist schon echt sehr... sehr, sehr krass, wirklich. So ein Spiel gibt es in der Richtung auch wirklich nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Spielwelt und jetzt werdet ihr erst erschlagen. Ich tue jetzt mal einen Filter rein. Das sind hier Missionen, Sehenswürdigkeiten, Schwierigkeit, selektiv. Und das ist die Welt. Die sieht jetzt so im ersten Blick gar nicht so groß aus, ist aber tatsächlich sehr, sehr groß eigentlich. Spielt alles in Paris, beziehungsweise wir können auch nach Versailles reisen. Zu dem Schloss hier mit Spiegelsaal und so weiter und so fort werdet ihr wahrscheinlich kennen. Da spielen wir halt den Anfang der Geschichte ein bisschen. Weil, um zum Beispiel den Koop freizuschalten, müssen wir ungefähr eine Stunde spielen. Und dann ist man hinterher eigentlich nur noch in Paris unterwegs, kann aber halt auch nach Versailles dann zurückkehren. Und ich finde das auch ganz cool, so hier die Sicht, dass man dann hier so quasi in 3D da so ein bisschen durchgeht. Übrigens, wenn ihr jetzt so ein Geräusch hört ab und zu, das ist die PS4, die ab und zu tatsächlich sehr, sehr aufdreht und die wird auch wirklich sehr warm. Also Unity verlangt wirklich alles. Oder verlangt ihr alles ab der guten Konsole? Das ist schon, muss man auf jeden Fall sagen. Ich bin auch mal gespannt, was mein PC dazu sagen wird. Es waren ja auch im Vorfeld bereits sehr, sehr hohe Systemanforderungen bekannt gegeben. Naja, okay. Hier, da nochmal die Seine. Ne? Kennt ihr auch hier den Fluss und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sehr groß und wie ihr seht auch wirklich sehr, sehr viele Nebenmissionen so. Die ich allerdings jetzt, nachdem ich die Story durchgespielt habe, gar nicht mehr unbedingt spielen möchte, weil es ist nicht mehr so wirklich interessant für mich. Und naja, aber ich habe, glaube ich, jetzt nach der Story ungefähr 25% oder so vom gesamten Spiel erst durchgespielt. Das ist auf jeden Fall, man merkt, dass da noch einiges zu tun ist. Kurz zur Story oder zur Handlung. Ja, also ich war da nicht so ganz begeistert. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich war nie so der Fan von diesem ganzen Abstergo-Kram und so. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich einige so ein bisschen verärgern, was mir jetzt aber auch egal ist. Mich hat wirklich das Setting hier einfach schon im Vorfeld sehr interessiert. Französische Revolution und so habe ich mich halt privat auch immer sehr für interessiert und so. Fand das immer sehr interessant. Und deswegen habe ich hier auch mal zugegriffen. Ich habe Assassin's Creed 3 auch gespielt. Black Flag habe ich ausgelassen. Habe mich da trotzdem natürlich so ein bisschen informiert. Und es ist wirklich sehr interessant. Aber die Story, ja, sie ist halt... relativ unspannend, also um Abstergo und den Animus und die Assassinen drumherum und auch ein bisschen unbefriedigend am Ende. Die Story dann um hier Arno Dorian, das ist der Protagonist, den wir halt hier gerade spielen, und Elise, seine Geliebte, ist auf jeden Fall spannender gemacht und auch echt, da gibt es wirklich sehr, sehr geile Zwischensequenzen, auch von der Grafik her und so. Da haben die Entwickler wirklich echt gute Arbeit geleistet. Aber so die Haupthandlung ist jetzt nicht so spannend. Vor allem ist es halt ein bisschen eintönig. Die meisten, oder die Veteranen unter euch werden das wahrscheinlich kennen, die schon viel Assassin's Creed gespielt haben. Und zwar, dass man halt auch hier oft wieder diese Infiltrationsmission hat. Indem man dann halt, man sitzt auf einem hohen Punkt, guckt dann zum Beispiel auf eine Festung runter, wo dann das Ziel drin ist und man muss halt dieses Ziel dann irgendwie ausschalten. Wie ist egal, da kann man hier sehr offen, oder da ist man halt sehr offen. Der Entwickler lässt uns sehr, ja, freie Hand. Es ist aber relativ schwer, aber leider auch ein bisschen eintönig, also das machen wir dann meistens. So, jetzt sind wir gerade hier auf Notre Dame, aber wir wären wahrscheinlich jetzt, sollen wir auch mal da hinten hoch? Ja, ne? Ja, aber man sieht jetzt hier nochmal so ein bisschen die Spielwelt, auch die Weitsicht, die natürlich auf dem PC noch was größer sein wird. Allerdings... Ja gut,
So groß ist die Stadt natürlich von hier oben dann auch nicht, aber wenn man halt unten rumläuft oder Missionen macht, von einer Mission zur anderen rennt, dann läuft man schon mal gerne einen halben Kilometer und das ist wirklich relativ weit, weil wir jetzt auch kein Pferd oder so zur Verfügung haben. Aber es macht wirklich Spaß, dann hier so durch die Straßen zu laufen. Also wie gesagt, durch die ganzen Menschenmassen, die ganzen Versammlungen, was da alles so stattfindet. Die demonstrieren halt und laufen dann auch gern mal mit so einem Kopf aufgespießt auf einem Pfahl herum. Und es erinnert wirklich alles an die Französische Revolution, wie man das halt so, ja, was heißt kennt, also natürlich aus dem Geschichtsunterricht kennt. Also ich war selber jetzt nicht dabei. Das ist ja wohl klar. Wollte ich aber auch nicht unbedingt. Cool ist auch, dass man während der Geschichte dann, oder während der Handlung hier verschiedene Leute trifft, die man halt, oder historische Personen trifft, die man so kennt. Zum Beispiel halt Napoleon Bonaparte. Oder Bonaparte, ich weiß gar nicht, spricht man das Bonaparte hier bei uns aus? Wow. Dann zum Beispiel Maximilien Robespierre. Den kennt ja vielleicht den einen oder anderen. Dator kommt leider nicht drin vor, aber den wird vielleicht auch der eine oder andere kennen. Ja, ich könnte jetzt stundenlang über die Französische Revolution philosophieren, über die Schreckensherrschaft und so und dann über die Enthauptung von Ludwig dem, hallo, dem 14. Ja, das meine ich. Also manchmal hängt das Spiel so ein bisschen, dann kommt man hier zum Beispiel nicht hoch. Gibt übrigens auch ein Deckungssystem. Also man kann sich jetzt mit L2 in Deckung begeben, jederzeit oder aktiv in den Schleichmodus begeben. Und dann hier rumschleichen und sich halt dann per X auch in Deckung begeben. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel da, wenn jetzt vor uns ein Gegner kommt, können wir Viereck drücken und dann können wir den Gegner per Stealth Kill einfach ausschalten. Wir sind hier. Naja, Mist, die eine Tür ist zu. Ich würde euch nämlich eigentlich die Kathedrale auch gerne mal von innen zeigen. Wobei, ich glaube, ich komme jetzt hier runter. Ja, gut, klettern wir jetzt mal nicht auf den Turm, das könnt ihr dann irgendwann machen. Ansonsten, wenn ihr natürlich Lust habt, ich kann gerne auch nochmal ein Video hierzu machen. Wir können auch gerne mal eine Nebenmission oder so machen. Also das hängt von euch auf jeden Fall ab. Ich weiß nicht, ob ich wirklich vielleicht auch mal eine Koop-Mission mache oder also ob ich eine Koop-Mission aufzeichnen oder aufnehmen werde oder ob es da vielleicht mal einen Stream zu gibt, das weiß ich wirklich noch nicht. So, hier sind wir jetzt bei der Orgel. Das ist auch ein ganz interessantes Thema tatsächlich. So, hier nochmal Notre-Dame von innen. Ja, kurz zu Notre-Dame. Beziehungsweise zu dem Copyright. Tatsächlich ist hier die Orgel, die sehr, sehr berühmte Orgel von Notre Dame, unter anderem, wie andere Teile hier auch, Copyright geschützt. Also man hätte die jetzt nicht 1:1 nachbauen dürfen, deswegen handelt es sich hier bei Notre Dame in Unity jetzt nicht um einen 1:1 Nachbau, wie der Entwickler halt extra nochmal bekannt gegeben hat, sondern halt soweit es dann möglich war. Auch hier so diese ganzen ganzen Seile und so ein Oberhalb, die gibt es natürlich auch nicht. Die wurden halt jetzt hier noch hinzugefügt, damit man dann hier sich ein bisschen besser über den Boden bewegen kann. So. Aber ihr seht, das funktioniert auch alles echt super. Und dann können wir jetzt halt hier so ein bisschen herumlaufen. Überall französische Flaggen da hinten. Übrigens das Ding hier, da diese Kiste, das ist ein Aufzug. Also da unten, wenn man sich da mit R2 draufstellt, dann wird man halt in die Luft katapultiert. Aber das kennt ihr wahrscheinlich. Also wer Assassin's Creed kennt, wird das auch kennen. La Liberté ou la Mort. Die Freiheit. Boah, jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Die Freiheit. Oder der Mord? Irgendwie so, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mein Französisch ist leider nicht mehr ganz so gut. Ja, das meine ich halt. Man bleibt hier gerne auch mal hängen oder springt dann irgendwo rauf, wo man gar nicht rauf möchte. Wir springen jetzt aber hier auch mal runter und gucken uns das unter... Gucken uns das untere Stück der Kathedrale an. Hö! Man kann jetzt übrigens entweder mit Kreis lässt man sich fallen oder man kann auch dann einfach den linken Analogstick nach unten drücken und dann kletterte man halt runter, wenn das denn funktioniert. Genau. Das ist auch ganz cool. Also man kann kontrollierter absteigen. So, jetzt gehen wir mal hier. Aber ihr seht, wie riesig das hier einfach alles ist. Das ist schon wirklich cool. Dann könnt ihr... Huh! Na komm her! Huh! So, ich zeige euch das Kampfsystem, glaube ich nicht, weil... Ich wollte euch das gerade zeigen. War jetzt nicht so spannend, oder? Wir können übrigens auch plündern. So, da haben wir jetzt zum Beispiel zwei Frauen und stinkt nach
Holzschuh. Der ist auf jeden Fall irgendwie zwei Frau wert gewesen. Weil wir müssen uns natürlich irgendwie auch unser Geld verdienen, dass wir dann neue Waffen und so kaufen können. Halstuch, 2 Franc. Und da seht ihr unser Geld, 2136. Und natürlich bekommen wir auch Skillpunkte für verschiedene Missionen und so weiter und so fort, dass wir uns dann halt skillen können. Und zum Beispiel dann die Fähigkeit erwerben, dass wir 2 Gegner auf einmal ausschalten können. Ja. Nichts Dramatisches jetzt. Und man sieht auch irgendwo den Rang. Ich habe übrigens, aber das kann ich jetzt mal wieder einschalten, glaube ich. Ich habe das Interface so ein bisschen geklärt auf Optionen und dann kann man auf... Wo war das noch? Nein. Und mich jetzt... Hä? Wo war ich denn hier noch gewesen? Ah, aber er hat Optionen und da kann man dann halt sagen, reduziert oder alles anzeigen, wie das dann halt das hat, beziehungsweise das Interface aussehen soll. Unten links nochmal die Karte, rechts haben wir die Waffen, oben rechts nochmal so ein bisschen die Steuerung und oben links sehen wir, was ich gerade für einen Rang habe. Fortgeschrittener Vollstrecker. So. Und jetzt müssen wir gerade kontern. Ihr habt dieses, das wurde gerade durch die entsprechende Farbe angezeigt. Oder halt, nein. So. Also wir können halt mit Viereck schlagen und, komm her. Und mit Kreis können wir dann kontern, wenn halt diese Farbe aufblitzt. So ein bisschen wie bei Batman oder Mittelerde, beziehungsweise doch Mittelerde-Modus Schatten. Wie breitbeinig liegt der denn da? Ja, und mit X können wir dann eine Rolle machen, um uns aus brenzligen Situationen zu befreien. So, ihr seht, also einen Rang brauche ich auch noch. Ich habe jetzt irgendwie 4 Sterne oder 4 so, was sind das? Parallelogramme. Naja, 4 so Zeichen auf jeden Fall. Und mit Nebenmissionen so kann ich natürlich den Rang dann auch erhöhen. Und die verschiedenen Gegner haben natürlich auch Ränge. Daran erkennt ihr dann ganz gut, wie stark die sind. Insgesamt ist das Spiel tatsächlich relativ schwer, muss ich sagen. Also man ist doch sehr, sehr gerne, sehr, sehr schnell mal tot. So, hier einfach mal so eine Alarmglocke kaputt machen. So, jetzt müssen wir aber wirklich kämpfen. So, jetzt haben wir gerade... kontern, kontern! Töte ihn! Habe jetzt auch extra nicht die stärkste Waffe genommen, aber ich bin halt relativ gut geskillt mittlerweile. Ah, ich wollte eigentlich gerade noch schießen. Aber das sieht schon sehr cool aus, die Kämpfe. Gehen wirklich flüssig von der Hand, machen echt Spaß. Der lebt noch. So, wir können ja auch mal so eine Rauch... Ah, nee, da haben wir gar keine. Aber hier zum Beispiel. Kann man auch mal machen. Das ist so eine Blendgranate. Jetzt sind alle blind. Naja, gut. Die Bürger sollte man dann vielleicht nicht blenden unbedingt. Aber es sieht schon sehr cool aus hier. Hi! So, dann haben wir den auch aufgehalten. Es gibt halt verschiedene Massenereignisse hier in den einzelnen Stadtteilen. Ja, so ähnlich kennt man das, glaube ich, auch von den vorherigen Teilen. Und wenn man die halt dann erfüllt, zum Beispiel halt einen Dieb fangen oder irgendwelche Typen töten und so, dann bekommt man Geld. Ich glaube, also bis jetzt habe ich nur Geld bekommen. Ich weiß nicht, ob man auch irgendetwas anderes bekommt. Übrigens, es regnet gerade. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Sieht sehr geil aus. Und überhaupt so die verschiedenen Tageszeiten hier. Ja, komm, den nehmen wir jetzt aber nicht schon wieder mit. Ja, wenn zum Beispiel die Sonne scheint und so. Das sieht wirklich alles sehr, sehr geil aus. Und ich bin... Boah, der hält schon, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Aber ja, so die normalen Leute, die hier auf den Straßen herumlaufen, die sind jetzt nicht so wirklich gefährlich für uns. Vor allem halt, weil wir sowieso jetzt schon ein bisschen stärker sind. Aber... innerhalb von den Missionen, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da wird uns dann auch immer gesagt, wie schwer die Missionen sind. Da sollte man sich dann vorher auch beim Händler auf jeden Fall sein Inventar auffüllen. Also Rauchbomben kaufen, Munition kaufen, Phantompfeile, alles Mögliche, damit man dann wirklich gut gewappnet ist. Und natürlich auch gute Ausrüstung, die halt ein bisschen Schutz hat, ein bisschen Gesundheit gibt oder, ja. Alter Schwede! Manchmal kann man natürlich auch nicht blocken. Dann hat man einfach ein bisschen Pech gehabt. So, ich überlege gerade, ob wir nicht auch nochmal einen kleinen Abstecher zum Schloss machen. Waffe weg. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Irgendwo konnte... Ah, nee. Quatsch, Karte war hier. Da kann man nämlich dann hier auch... Ich glaube, das war hier irgendwo. So, da...
muss mal kurz überlegen. Irgendwo war doch die Schnellreise. Wo war die Schnellreise? Die war irgendwo. Ich schalte einfach mal hier so ein bisschen. Kann man die so sehen? Was ist das hier? Das ist, was war das hier noch? Nicht, okay, okay, okay. Ich würde das tatsächlich sehr gerne noch zeigen eigentlich. So. Damit man so ein bisschen da die Grafik auch noch sieht, weil das ist natürlich alles so ein bisschen... Ja, es gibt halt die ganzen verschiedenen Pariser Stadtgebiete, die einen halt, wo die normalen Bürger leben, dann gibt es halt die, wo die Ärmsten der Armen leben und es gibt natürlich dann auch das Schloss und so weiter und so fort, wo man halt wirklich so den Absolutismus von Ludwig XIV. Wirklich hautnah miterlebt, also auch diese... Diese krassen Unterschiede. Die einen, die hungern und kämpfen wirklich um Überleben, um ihr Überleben und hoffen natürlich, dass es irgendwann besser wird. Steigern sich natürlich dann in die Revolution hinein und der andere, der genießt halt sein Leben mit vollen Zügen, bis er dann hinterher 1793 ist er dann, glaube ich, auf dem Schafott bzw. Unter der Guillotine gelandet. So, 222 Meter. Ich glaube, ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Ich dachte eigentlich, halbe Stunde wäre Maximum. Aber ich gucke einfach mal. Also vielleicht ist es ja ganz interessant. Ich weiß es halt nicht, wie das so ankommt. Aber ich fand das Spiel wirklich so interessant, dass ich dachte, ja, irgendein Video musst du da auf jeden Fall zu machen. Und ja, ich wollte das eigentlich auch schon vorher machen, aber ich bin nicht wirklich dazu gekommen. Weil momentan echt viel zu tun ist. Dieser Monat ist wirklich schrecklich. Nächste Woche am 18. erscheint gleichzeitig mit der PS4 und der Xbox One Version zu GTA 4. Habe ich gerade gesagt, oder? Zu der GTA 4 Version, oder Next-Gen Version auf jeden Fall, auch Far Cry 4. Das habe ich mir übrigens gestern auch mal angeguckt. Ich war gestern bei Ubisoft und da konnte man das schon aufnehmen. Da wird es wahrscheinlich dann auch beim Dennis in den nächsten Tagen noch ein kleines Video zu geben. Naja. Auf jeden Fall diesen Monat, es gibt einfach so viele Spiele und gerade Assassin's Creed braucht man echt auch Zeit für. Es tut mir so ein bisschen leid eigentlich, dass ich die Handlung so schnell durchgespielt habe, aber ja, ist halt manchmal so. So, jetzt können wir ein bisschen reisen, das habe ich selber noch gar nicht gemacht. Also zurückreisen, jep. Gucken wir uns das Schloss mal an. Natürlich wurde das Schloss dann, nachdem der König hingerichtet oder ein Kopf kürzer gemacht worden ist, ja, geplündert und so, könnt ihr euch ja vorstellen, weil da waren ja einige Schätze drin und ja, als es keinen König mehr gab und keine Wachen oder keine Soldaten mehr, die das da irgendwie bewacht haben, da kamen dann die ganzen Bürger und alle möglichen Leute und haben sich dann natürlich einen Teil ihres Kuchens geklaut, was weiß ich, ne? Wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. Ja, so war das auf jeden Fall früher. Übrigens, die Ladezeiten jedenfalls auf der PS4 sind doch recht lang. Das hat mich das ein oder andere mal sehr gestört. Naja. So, dann müssen wir erstmal kurz gucken, dass wir jetzt auch noch da hinreisen. Also das ist halt das kleine Eckchen hier. Ich weiß gar nicht, kann man gar nicht zum... Doch, das Schloss. Ist das nicht hier sofort? Moment. Ah, ja. Ich sollte mich vielleicht besser umschauen. Also sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Ich hoffe, man kann hier rein, aber ich glaube schon. Überhaupt kann man wirklich sehr, sehr viele Gebäude betreten und auch da sitzen dann halt die ganzen Leute drin, oder die ganzen Bürger, die ihrem Alltag nachgehen und das ist sehr geil. Und hier seht ihr jetzt einfach mal so die Unterschiede zwischen dem armen Viertel, wo wir eben waren, am Fluss und dann hier dem Schloss mit den ganzen goldenen Verzierungen und ja, dem pompösen Reichtum. Also sieht echt geil aus, vor allem halt, wie das Licht hier reinstrahlt. Ich guck mal, ob ich den Spiegelsaal noch finde, so als Höhepunkt der heutigen Folge. Also ich kann mich hier wirklich nicht satt sehen. Und als ich das erste Mal das hier, also Unity gespielt habe, bin ich auch wirklich in aller Ruhe hier mal durchgelaufen, habe mir das alles genau angeguckt. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Also wer jetzt sagt, Unity ist schlecht, also alleine aufgrund der Grafik, das ist nicht schlecht und man kann jetzt auch nicht sagen, das ist einfach nur eine Grafikdemo oder so. Das ist wirklich, das stimmt nicht. Also alleine als Zeitreise, als Spiel, wo man halt zurück
in Paris, ins Paris des 18. Jahrhunderts reist, ist das schon super. Also das könnte man auch als Geschichtssimulator oder so bezeichnen, wo man sich dann einfach das anguckt. Stellt euch mal vor, in der Schule macht euer Lehrer mit euch so Geschichtsunterricht und läuft dann halt durch das Schloss und zeigt euch dann alles. Also es ist schon sehr cool, muss ich wirklich sagen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auch... Ja, so groß ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, den Saal sollten wir irgendwie finden. Das ist unglaublich, was hier alles so rumliegt auch. Hier so die Teetasse und so weiter und so fort. Ja, hier ist, glaube ich, verschlossen. Gucken wir mal, dass wir da rumkommen. Wo war denn der Spiegelsaal? La Grande Galerie. Nee, nee, also jetzt gerade gar nicht. Hab gerade keine Zeit dazu. Hier kann man sich übrigens zum Beispiel auch verstecken. Falls man sich hier mal verstecken muss. Was des Öfteren passieren kann. So, mal gucken, gehen wir jetzt da hinten lang? Da kommen wir auch gar nicht lang, oder? Ich hoffe, da können wir irgendwie noch rein. Ansonsten, ich glaube, das ist in einem von den Flügeln. Von den Seitenflügeln. Kann man denn hier wieder hoch? Ich kenne mich hier noch gar nicht so genau aus. Ansonsten müssen wir einfach mal ein bisschen klettern. Ja, aber wer sagt, das sieht irgendwie schlecht aus oder so? Also der lügt auf jeden Fall. Auf der PC, oder auf dem PC, die PC-Version, wird wahrscheinlich nochmal deutlich besser aussehen, das ist klar. Aber also das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Also ihr seht es ja selber. Ich hoffe, YouTube macht jetzt hier nicht irgendwie Unfug und entstellt mir das Video. Das wäre nicht so gut. Das fände ich wirklich nicht gut. Aber dafür läuft das auch ganz gut. Ich denke, so die Einbrüche und so, die werden auch in den Griff bekommen. Und dann kann man das eigentlich wirklich super spielen. Ich war gestern in deiner Schenke. Bitte was? Schade, dass man, ich weiß nicht, irgendwo dachte ich eigentlich, käme man hier noch rein. Moment, wir müssen mal kurz gucken, was da unten los ist. Wir können einen Attentat von hier aus machen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen hoch. So, mal kurz hier runterklettern. Bäm! Zack! So haben wir den auch auf dem Gewissen. Hier, Sie haben 13 von 20 Massenereignissen beendet. Wenden Sie den ganzen Satz, um eine Belohnung zu erhalten. Das meine ich halt, da bekommt man dann noch ein bisschen Geld, wenn man halt Geld braucht. Ja, mir war es wirklich ganz wichtig, euch das mal so zu zeigen, weil dann wirklich viele gesagt haben, ja, das Spiel voll am Ruckeln und so und kann man gar nicht spielen oder ein schlechtes Spiel. Also das kann man gar nicht sagen. Die Handlung war nicht so wirklich genial, muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten die Spielwelt, die Grafik und das Gameplay und so, bis auf einige kleine Macken, ist es wirklich sehr, sehr, sehr geil. Insgesamt wirklich auch ein sehr, sehr gutes Videospiel. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Für welche Plattform, ja, sei dahingestellt. Wenn ihr einen guten PC habt, dann würde ich sagen PC-Version. Ansonsten auf der PlayStation 4 kann man das auch wirklich sehr gut spielen. Und ja, also nicht, dass man irgendwie den Entwicklern da Unrecht tut. Weil die haben echt wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Und ich finde, für mich persönlich ist es einfach so der interessanteste Assassin's Creed-Titel bis jetzt. So, jetzt fangen wir den Titel noch, jetzt fangen wir den Dieb da hinten noch. Und dann würde ich sagen, dann war es das hier mit der Vorstellungsrunde von Unity, beziehungsweise mein Fazit nenne ich das, glaube ich. Mein Fazit oder so, mein persönliches Fazit zu Assassin's Creed Unity. Euch noch einen wunderschönen Tag. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es schon gezockt habt, ob ihr vielleicht die Konsolenversion schon habt. Einige haben die ja schon etwas früher bekommen, je nachdem, wo ihr bestellt habt. Und ja, wie es euch gefällt. Ansonsten natürlich erst, wenn ihr das Spiel dann habt. Würde mich wirklich sehr interessieren. Cooler Titel. Und euch, ja, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.